Renner. Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir als Linke, wir bleiben dabei. Öffentliche Sicherheit bedeutet weniger Waffen und strikte Regeln. Die vorgelegten Anträge, sie fordern einen kritischen Blick auf das Waffenrecht und dessen Durchsetzung. Da gehen wir mit. Aber wir sagen auch, wir sehen das Problem weniger in fehlenden Normen als vielmehr in einem inkonsequenten Vollzug des geltenden Waffenrechts. Und um es noch mal deutlicher zu sagen, weder der am Mord von Walter Lübcke beteiligte Neonazi Markus Hartmann noch der Attentäter von Hanau hätten jemals eine waffenrechtliche Erlaubnis haben dürfen. Denn § 5 Zuverlässigkeit und § 6 Eignung sagen deutlich, Personen, bei denen berechtigte Annahmen bestehen, dass sie Waffen und Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden, bekommen keine Erlaubnis. Um wen geht es hier? Also in den beiden Fällen, ein verurteilter Neonazi und ein von Rassismus und Antisemitismus getriebener mit Wahn- und Vernichtungsvorstellen hätten niemals legal Waffen besitzen dürfen. Und jetzt fragen vielleicht einige, woher hätten das die Ämter wissen können? Und ich sage, das ist ganz einfach. Beide Täter waren den Behörden bekannt und agierten öffentlich. Deswegen, ich bin überzeugt, wir müssen einen anderen Blick auf die Problematik werfen. Auffälliges Verhalten macht sich meiner Meinung nach auch im Vereinsleben deutlich. Wer ist eigentlich dort aus sportlichen Gründen und wer eben nicht? Wer zum Schießen mit Sturmgewehren nach Tschechien oder in die Slowakei fährt? Wer dynamisches Schießen übt? Wer einen Schalldämpfer beschafft? Bei dem müssen doch die Alarmglocken läuten. Und hier müssen die Ämter mit den Vereinen und umgekehrt die Vereine mit den Ämtern viel besser kooperieren. Das beste Gesetz nützt nichts. Und da will ich ein weiteres Problem ansprechen. Wenn Vereine oder Institutionen wie zum Beispiel der Reservistenverband Personen das Bedürfnis, eine Waffe zu besitzen, bescheinigen, die offensiv gegen Minderheiten oder die Demokratie hetzen. Auch hier bei der Bedürfniserteilung muss sich etwas ändern. Und dazu kommt noch ein weiteres Problem. Auch in den Waffenbehörden sitzen Mitarbeiter, die rechte Akteure schützen. Ich sage die Stichworte Nordkreuz und Gruppe S, der Mitarbeiter der Waffenbehörde in Ludwigslust und der Mitarbeiter der Polizei in Hamm. Sie wissen, auf was ich abstelle. Und nicht zuletzt hoffe ich, dass die Verbände mehr Verantwortung übernehmen. Ich will ein positives Beispiel machen. So wie es etwa die Hotels und die Gaststätten getan haben. Sie haben die Nazis vor die Tür gesetzt. So eine Initiative brauchen wir auch von den Jagdverbänden und den Schützenvereinen. Wir brauchen gute Gesetze. Richtig. Aber wir brauchen noch viel mehr Menschen, die sich in ihrem Alltag dort gerade machen, wo es nötig ist. Und diese Menschen, die müssen sich darauf verlassen, dass geltendes Recht auch durchgesetzt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Martina Renner. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Irene Mihalic.